Well, thank you all very much for being here tonight and thanks for Ja, erstmal vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen und auch ein großes Dankeschön an die Organisatoren dafür, dass wir die Möglichkeit haben, durch Deutschland zu reisen und auch über unsere Arbeit und unsere Ziele in den USA zu sprechen. Ich selbst bin eine pensionierte Reservistin des US-Militärs. Ich habe 29 Jahre für die US-Armee gedient und ich war auch Diplomatin für 16 Jahre. I served in US embassies in Nicaragua, Grenada, Somalia. Ja, ich habe in den Botschaften in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien, Afghanistan und der Mongolei gearbeitet und im Jahr 2003 habe ich dann meinen Dienst aus Protest gegen den Irakkrieg quittiert. I gave up my diplomatic career. Ja, ich habe meine Karriere, meine Laufbahn aufgegeben, weil ich gegen den Krieg war, für den sich Präsident Bush entschieden hat. Und nachdem ich nun damit aufgehört hatte, suchte ich nach Partnern in den USA und in anderen Teilen der Welt, mit denen ich mich verbünden könnte. And about the time that I resigned, we were finding out more about the US. Zu der Zeit meines Rücktritts haben wir dann noch mehr herausgefunden über die US-amerikanischen Programme in Afghanistan, über die Entführung, außerordentliche Auslieferungen, Haftstrafen ohne Prozess und Folter in den US-Gefängnissen in Afghanistan, Irak, in Guantanamo und in anderen sogenannten schwarzen Anlagen auf der ganzen Welt. Ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet für die US-Regierung, wusste aber sehr wenig über das, was in meinem eigenen Land wirklich passierte. Aber ich habe sehr schnell herausgefunden, dass es einige sehr gute Friedensgruppen gab, auch in den USA, und dazu gehören Code Pink, und wir sind heute hier. Some of the other programs, though, that we are working on, besides just trying to stop our government from wars, are anti-nuclear programs, like Roland was talking about, that we are, as Elsa was talking about, stopping. Ja, zu unserer Arbeit zählt es nicht nur, dass wir uns gegen den Krieg einsetzen, sondern wir unterstützen auch Anti-Atom-Programme. Darüber wurde eben schon gesprochen. Wir setzen uns dafür ein, dass der Drohnenkrieg gestoppt wird. Und wir unterstützen Whistleblowers, dass sie sich aussprechen. Hier ist unser Schild dafür. Wir unterstützen Whistleblowers wie Chelsea Manning, Julian Assange, Edward Snowden, Thomas Drake und John Kiriakou. And we also Außerdem unterstützen wir die Kriegsdienstverweigerer in unserem amerikanischen Militär, die nicht mehr weiter kämpfen wollen. We, as Elsa mentioned, we take groups of people, Code Pink people, other people. Ja, wir reisen mit Gruppen in verschiedene Kriegsgebiete und Orte, wo Konflikte gerade laufen, die die USA meistens mit angefangen haben. We've taken delegations to Afghanistan, to Pakistan, to Yemen. We've had delegations in Bahrain and Kuwait. Wir sind mit Gruppen nach Afghanistan gereist, nach Pakistan, nach Jemen, nach Bahrain, Kuwait und auch nach Kuba, nach Guantanamo, wo immer noch 85 Gefangene in dem schrecklichen Gefängnis sind. And as you can see some of the photos that Elsa had and that you'll see a little bit later with Toby, Code Pink Women for Peace is very Auf den Fotos konnte man es schon sehen. Tobi wird das auch noch mal zeigen. Die Code Pink Aktivistinnen sind bekannt dafür, dass sie mächtige Kongressabgeordnete oder Senatoren ganz offen mit ihrer Meinung konfrontieren, dass sie laut aussprechen, dass sie in Kongressanhörungen gehen und dort protestieren. Dann werden sie rausgeworfen oder teilweise auch festgenommen. Ich bin außerdem Mitglied in der Organisation Veterans for Peace, also Veteranen für den Frieden. Das ist eine Organisation von Männern und Frauen, die im Militär für ihr Land gedient haben und jetzt aber diese Kriegspolitik scharf kritisieren.
Ja, wir kritisieren die US-Militärstützpunkte auf der ganzen Welt. Es gibt über 800 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt in 74 Ländern. Und wie Sie vielleicht alle wissen, sind hier in Deutschland nach 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch über 170 Militärstützpunkte und über 40.000 Militärtruppen stationiert. Just to remind you of other military bases. Und nur um noch mal ein paar Zahlen zu geben, wie viele Militärstützpunkte es genau sind. Es gibt 109 Militärstützpunkte in Japan mit über 50.000 Soldaten. Und in Südkorea sind es 28.000 Militärangestellte auf 85 Militärstützpunkten. And if you think about the US having these military Und wenn die USA nun schon so viele Militärstützpunkte in der Welt haben, wie sieht es dann mit anderen Ländern aus? Haben die auch Stützpunkte außerhalb ihres Landes? And the answer is not many. The United Kingdom has 18 bases outside of the UK. France has 10 Und die Antwort ist nicht viele. Das Vereinigte Königreich hat 18 Militärstützpunkte außerhalb, Frankreich hat 10, Italien 8 und Russland 9. So when you really look at it, it's the United Also man sieht ganz deutlich, die USA haben die meisten Militärstützpunkte und das über die letzten 70 Jahre oder seit den letzten 70 Jahren. So that's one of the great challenges that we have as American activists is trying to get our own government to reduce the amount of US military that Also eine unserer größten Herausforderungen ist es, unsere Regierung dazu zu bewegen, diese Militärstützpunkte auf der ganzen Welt abzubauen, in den Ländern, in denen die Menschen unzufrieden und nicht einverstanden damit sind, dass diese Stützpunkte überhaupt dort existieren und dass immer wieder neue gebaut werden. And we have been focusing a lot now on Asia and the Pacific because Im Moment konzentrieren wir uns auf Asien und die Pazifikregion, denn die Regierung von Obama hat erst die gesamte Lage im Nahen Osten destabilisiert und Chaos angerichtet und jetzt suchen sie sich ein neues Ziel. So we as activists are in solidarity with the people in Und wir stehen in Solidarität mit der Bevölkerung von Japan, die keine weiteren Militärstützpunkte will. Sie sagen, nein, stopp, wir wollen keine weiteren Militärstützpunkte und trotzdem werden neue gebaut, zum Beispiel in Okinawa auf der südlichsten Insel. Und auf einer kleinen Insel In Südkorea hat die US-Regierung so viel Druck ausgeübt, dass jetzt eine neue Marinebasis gebaut wurde, wo die Schiffe ankommen sollen, die die Kriegsraketen transportieren oder dorthin bringen sollen, die Teil des Verteidigungssystems der USA sind. Sowohl bei Code Pink als auch bei den Veteranen für Frieden sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Mitstreitern, Männern und Frauen aus der ganzen Welt, die für ihr eigenes Land im Militär gedient haben, die mit uns zusammenarbeiten wollen bei internationalen Projekten und die sich einer Gruppe anschließen wollen, die Kriegspolitik in ihrem Land und auf der Welt kritisiert. Und wenn Sie also jemanden kennen, wenn Sie selbst sich angesprochen fühlen, dann kommen Sie gerne auf uns zu oder sagen es weiter. And I heard today about the Darmstadters. I don't know the full name, but we definitely want to be in touch. Wir haben heute von dieser Gruppe gehört und würden uns sehr gerne auch mit Ihnen zusammentun und auch von Ihnen lernen, was Ihre eigenen Erfahrungen sind. We have international chapters of Veterans for Peace in the Die Veteranen für Frieden sind im Vereinigten Königreich vertreten. Wir bauen gerade eine Gruppe in Irland auf, dann in Okinawa und auf den Philippinen. So these are some of the activities that we have that are going on with both
Ja, das waren einige Eindrücke über unsere Aktivitäten, die wir bei Code Pink verfolgen, aber auch bei Veterans for Peace und in anderen Organisationen. Und jetzt noch einmal möchte ich mich bedanken dafür, dass Sie alle hier sind. Ich finde die Fotos toll, auf denen man die ganzen Proteste sieht, in Rammstein, in Büchel. Und es ist wirklich wichtig, dass wir alle als Bürger unsere Stimme erheben und unserer Regierung sagen, womit wir nicht einverstanden sind.